Kennst du das auch? Du wirst immer älter und bekommst so kleine braune Flecken auf den Handrücken, teilweise leider sogar im Gesicht. Ja, das sind die sogenannten Altersflecken. Ich habe jetzt 5 Tipps und Tricks wieder für dich, wie du gegen diese Altersflecken vorgehen kannst. Ja, die lieben Altersflecken. Sie treten im Laufe der Jahre so schön langsam auf und kommen immer mehr zum Tageslicht, würde ich fast sagen. Sie sind zwar harmlos, aber sie sind lästig und unangenehm und eigentlich wollen wir sie gar nicht sehen. Ich habe jetzt eben 5 Tipps und Tricks für dich, wie du mit ätherischen Ölen gegen genau diese Flecken vorgehen kannst. Ja, mein erster Tipp ist Zitronenöl bzw. Bergamottenöl. Beide Öle haben die Eigenschaft, aufhellend zu wirken. Das heißt, sie haben spezielle Inhaltsstoffe, die einfach auf die Haut sehr aufhellend wirken. Und nicht nur, dass sie gut riechen, sie tun der Haut wirklich sehr, sehr gut, gerade bei Altersflecken. Ja, wie mache ich das? Ich nehme entweder einen Wattebausch, gebe mir 2-3 Tropfen ätherisches Öl drauf und tupfe es dann direkt auf die Haut oder ich mache es pur. Also ich persönlich liebe natürlich die pure Anwendung. Ich nehme mir 2-3 Tropfen ätherisches Öl, gebe es mir pur direkt hier auf den Handrücken und dann verreibe ich es. Ja. Du kannst jetzt eine Viertelstunde warten, natürlich bis es gut eingezogen ist, bis die Öle gut in der Haut sind und dann ja, bist du eh schon wieder bereit für alles. Das Ganze kannst du 2-mal am Tag machen, sowohl in der Früh als auch am Abend. Nur wenn du in der Früh eines der beiden Öle anwendest, dann bitte pass unbedingt auf, wenn du nachher hinausgehst, da natürlich beide Öle fotosensitiv wirken. Also da bitte nicht unbedingt in die direkte Sonneneinstrahlung gehen, ja, weil dann bewirkst du natürlich wiederum das Gegenteil. Da unbedingt aufpassen. Daher empfiehlt sich es auf jeden Fall am Abend anzuwenden und wie gesagt genauso in der Früh, aber da Achtung. Mein zweiter Tipp und ich würde fast sagen, eines meiner Lieblingsöle, gerade was reife Haut angeht und eben Altersflecken betrifft, das ist das Sandelholzöl. Das Sandelholzöl hat auf der einen Seite sehr antioxidative Eigenschaften, entzündungshemmende Eigenschaften, aber ist auch total gut eben gerade, wenn die Haut beginnt ja mit eben Altersflecken, aber auch beginnt mit unseren kleinen lieben Fältchen, die wir alle nicht sehen wollen. Sandelholzöl ist das perfekte Öl dafür. Das Sandelholzöl nehme ich total gerne am Abend. Ich gebe es mir auch sehr, sehr gerne in meine Pflegecreme hinein. Da bitte unbedingt aufpassen, dass es wieder eine 100% reine Naturpflege ist, mit keinen synthetischen Inhalten, da ja das Sandelholzöl sehr, sehr schnell auch einzieht und dadurch auch die Creme sehr schnell mitnimmt und ja seine Wirkung entfaltet. Was macht es mit der Haut? Ja, es unterstützt die Haut natürlich in der aufhellenden Eigenschaft wiederum, gerade bei den Altersflecken. Ich verwende es gern eben am Abend in die Pflegecreme hinein und so kann Sandelholzöl über Nacht die komplette Wirkung entfalten. Ja, mein dritter Tipp ist das altbewährte oder beziehungsweise unser Alleskönner, das Lavendelöl. Lavendelöl wirkt nicht nur beruhigend, sondern eben auch zellregenerierend und gerade bei Altersflecken auch ein wunderbares Öl. Ja, du kannst es direkt drauf tupfen auf die Altersflecken. Da sind einfach wiederum der Anwendung ja keine Grenzen gesetzt, würde ich fast sagen. Verwend's wie du möchtest, aber vergiss es auf gar keinen Fall, weil das Lavendelöl ist wirklich so ein Alleskönneröl. Hab's immer dabei und tupf immer wieder einfach das Lavendelöl auf deine Altersflecken drauf oder auf eben diese betroffenen Stellen drauf und du wirst merken, ja, sie werden auf jeden Fall ein bisschen leichter. Vielleicht auch noch ein Tipp am Rande. Natürlich kannst du auch Lavendelöl zum Beispiel mit Sandelholzöl mischen. Die zwei Öle vertragen sich total gut, wenn du die jetzt am Abend zum Beispiel in deine Pflegecreme hineingibst. Perfekt, ja. Oder wenn du dir eine Mischung machst mit Mandelöl zum Beispiel, dann ist das auch nochmal ganz, ganz was Gutes für deine Haut und du tust deiner Haut ja wirklich was Gutes, gerade am Abend für die Regenerierung in der Nacht.
Ja, da sind wir auch schon beim nächsten Tipp, und zwar beim Tipp Nummer 4, das Karottensamenöl. Das Karottensamenöl ist sehr reich an Beta-Carotin und an Vitamin A und dadurch wirkt es natürlich auch sehr, sehr gut zellerneuernd. Du kannst es auch wiederum anwenden, zum Beispiel in Kombination mit Kokosöl. Hier einfach ein paar Tropfen vom Karottensamenöl vermischen mit dem Kokosöl. Auftragen, auf den Handrücken ist natürlich auch sehr eine gute Pflege zugleich für die Hände, auch wenn die Hände sehr oft ausgetrocknet sind, dann drauf lassen, wie so eine richtig schöne Pflegemaske, kann man fast sagen. Und nach 30 Minuten spülst du es einfach wieder ab. Ja, und der fünfte Tipp ist eines meiner absoluten Lieblingsöle, und zwar der Weihrauch. Der Weihrauch natürlich ist total bekannt für seine Anti-Aging-Eigenschaften und für seine entzündungshemmenden Eigenschaften und. Ja. Also Weihrauch ist auch wie für mich so ein totales Allrounder-Öl und ich verwende den Weihrauch wirklich täglich in meiner Pflege. Also ich wechsle ab, muss ich ehrlich sagen. Ich wechsle ab Weihrauch mit Sandelholzöl und mit Bergamottöl. Also das sind im Moment meine drei Lieblingsöle, die ich verwende. Und wie wende ich ihn an? Also wie wende ich alle drei Öle an? Ich nehme wirklich immer meine Pflegecreme, noch einmal ganz wichtig, 100% rein, biologisch, natürlich, ohne irgendwelche synthetischen Inhaltsstoffe. Und dann gebe ich mir immer 2, 3, manchmal 4 bis 5 Tropfen Weihrauchöl oder Sandelholz oder Bergamotte dazu, wie ich es halt gerade eben auch brauche und wie es mir angenehm ist, wie es meiner Stimmung auch entspricht. Das kommt ja auch noch dazu. Und dann, bevor ich es mir ins Gesicht auftrage, gebe ich sie mir wirklich hier über den Handrücken, weil der Handrücken ist wirklich oft ein absolutes Stiefkind. Also vorher hier auftragen und dann eben ins Gesicht auftragen. Dadurch eben, ja, daher ist es eben einfach wichtig, auch reichhaltig zu nehmen und nicht zu sparen. Ja? Also ich nehme wirklich auch gleich das gesamte Dekolleté mit. Du wirst sehen, deine Haut wird dir sehr, sehr dankbar sein und vor allem werden dir deine Altersflecken dankbar sein. Ich will jetzt nicht dankbar sein sagen, sondern sie werden verschwinden. Das ist ja das Gute dran. Ja, und neben den ätherischen Ölen gibt es natürlich noch ganz, ganz viele andere Methoden, um deine Haut zu schützen und vor allem, um vorzusorgen gegen die Hautalterung. Ganz wichtig, einer der wichtigsten Punkte ist natürlich der Sonnenschutz. Da bitte verwende auch täglich eine Sonnencreme, um eben deine Haut vor den UV-Strahlen zu schützen. Das Zweite, was sehr wichtig ist, ist die Feuchtigkeit. Ja, hier nimmst du natürlich am besten eine feuchtigkeitsspendende Pflegecreme oder wenn du jetzt ein fettes Öl mischt mit den ätherischen Ölen, da gibt es ein paar sehr gute fette Öle, die auch zugleich einen Anti-Aging-Effekt haben. Das ist zum Beispiel das Arganöl. Das Avocadoöl ist auch ein ganz ein tolles Anti-Aging-Öl. Dann das Macadamia-Nussöl ist ein sehr gutes Anti-Aging-Öl. Oder zum Beispiel auch das Nachtkerzenöl ist ein ganz ein fantastisches Anti-Aging-Öl, das zugleich auch hilft, eben mit den ätherischen Ölen Feuchtigkeit zu spenden und die Altersflecken zu reduzieren. Was jetzt auch noch sehr wichtig ist und nicht zu vergessen, die regelmäßige Pflege der Haut mit einem Peeling und einer Maske. Ein Peeling solltest du mindestens einmal in der Woche machen, wenn nicht sogar zweimal in der Woche, um die abgestorbenen Hautschüppchen zu entfernen. Und eine Maske ist auf jeden Fall einmal in der Woche ganz, ganz wichtig für die Haut, eben wiederum ja Anti-Aging, gegen die Altersflecken und. Also da kannst du auch so viele verschiedene Dinge machen. Ich mache mir meine Maske immer selber. Was nehme ich? Ich nehme grüne Tonerde oder rote Tonerde. Da gibt es auch verschiedenste Tonerden. Dazu nimmst du dann auch noch zusätzlich ein Hydrolat. Also ich nehme immer so, ja, einen Esslöffel nicht ganz von der Tonerde, dazu gibst du dann immer ein Hydrolat, damit es einfach ein schöner, angenehmer, feiner Brei wird. Dazu kannst du dir auch noch ein paar Tropfen
Tropfen von einem fetten Öl dazugeben, zum Beispiel wieder Nachtkerzenöl, und dann ganz wichtig eben ätherische Öle dazu. 2 Tropfen Sandelholzöl, 2 Tropfen Weihrauchöl, dann machst du dir einfach diesen Brei an und dann verteilst du ihn im Gesicht, lässt ihn circa 20 Minuten drauf. Du wirst dann merken, wenn es hart wird, sobald er hart wird, sobald es unangenehm wird, waschst du dir die Maske wieder ab. Ein Traum. Du wirst merken, wie toll deine Haut, wie schön danach deine Haut ist und wie gut unterstützt deine Haut ist und vor allem, ja, wie sie wieder strahlt. Ja, das war's auch schon wieder mit meinem heutigen Video. Ich hoffe, du hast ein paar gute Tipps von mir bekommen gegen deine Altersflecken. Schreib mir unbedingt in die Kommentare, ja, wie du deine Altersflecken behandelst, und abonniere auf jeden Fall unseren Kanal, damit du kein weiteres Video verpasst.